What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel TF2. Wir sind gerade auf CP Cold Front. Boah, endlich. Da hat's wohl jemand gerade endlich auf den Server geschafft. Hurra, haha. Ja, also, wir sind gerade auf CP Cold Front. Es ist immer noch der schöne Donnerstagnachmittag. Genau. Mal gucken. Das war schmerzhaft. Doppelschmerzhaft, dreifach, vierfach. Wirklich? Ich wollte gerade schon sagen, das wird nicht mehr mein Kill. Wollte mich gerade schon erschrecken. Aber nein, muss ich heute zum Glück nicht. Einmal. Jetzt spiele ich ja so oder so Minis-Rennen. Das heißt, ich bin eigentlich an für sich ganz gut raus. Von weil ich jetzt auch endlich auf meiner Schrotflinte ein, hier, wie nennt man es nochmal? Ein Schlag mich tot hat. Nein. Oh, goddammit. Ja, ich wollte schon sagen. Schnell aufstellen, dreimal drehen und aufgestellt. Nee, also ich habe jetzt ja endlich ein Kill, ein Killstreak-Kit auf meinem, auf meiner Schrotflinte. Nur ein ganz normales, was nur Kills zählt, weil ich habe das irgendwie, habe das ganz günstig online bekommen. Ganz günstig im Market. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich bezahlt habe, aber ungefähr, ouch. Ja, ungefähr die Hälfte, wie es normalerweise im Market war. Ich weiß gerade nicht, wie viel das war. Irgendwie so um den Dreh war das. Ich weiß es nicht mehr genau. So. Was für Themen habe ich denn heute, oder beziehungsweise jetzt noch übrig? Das ist eigentlich eine gute Frage, denn mir fallen gerade keine ein. Ich könnte Fistful of Frags ansprechen. Wer davon noch nicht gehört hat, ja, Fistful of Frags ist ein Free-to-Play-Spiel auf, basierend auf der Valve Source Engine. Also eine Mod, um es anders zu sagen. Ein Western-Style-Spiel, Fistful of Frags, was man erst gar nicht glauben mag irgendwo. Ein unglaublich gutes Western-Style-Spiel, ehrlich gesagt. War das ein Spy? You're walking around as me. Und ich habe mich nicht selbst erkannt, denn mein Outfit ist mir zu, ist mir selbst noch zu, ich sag mal, ungewohnt. In Anführungsstrichen. Oh yeah, Jumpy. Mach Jumpies. Es ist so lame, aber es macht Spaß. Und genau, und die Schrift habe ich mir im Grunde auch nur geholt. Nicht für den Soldier, weil ich benutze sie auch für den Soldier, sondern wirklich hauptsächlich für den Engineer, für Mini-Sentry Let's Plays etc. Oder allgemein, wenn ich mal die Mini-Sentry spiele. Nur deswegen habe ich das schöne Ding. Und natürlich, es bringt allgemein dann doch so seine kleinen Vorteile, wenn man es auch als Soldier hat, denn wenn man letztes Video gesehen hat mit meiner schönen 27er Killstreak, also ist doch ganz nett, würde ich sagen, irgendwo. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das gerade böse war da unten. Okay, war zu erwarten, dass irgendwann das Sentry mal down geht. Boom. Mr. Pyro ist zum Glück gestorben. Halleluja. Aber da ist noch irgendwo ein Scout hier. So, ja, auf jeden Fall. Fistful of Frags. Ist ein Spiel, das habe ich jetzt vorgestern installiert. Habe ich gestern angefangen zu spielen. Habe so meine Stunde da gespielt. Ouch. An für sich bin ich äußerst begeistert von dem Spiel. Und zwar wirklich äußerst begeistert. Und zwar sehr äußerst begeistert. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Es ist fair gestaltet irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und das ist nämlich der Knackpunkt für mich. Ich finde, die Waffen, so schön sie auch sind und so cool wie sie auch sind, es gibt zu wenig Indikatoren dafür, ob man getroffen hat oder nicht. Ich meine, es gibt zwar Blut, aber du hast keine Ahnung, wie, was für eine Range die Waffen haben. Und das ist für mich, für mich ist das ein Riesenproblem bei dem Spiel. Das ist mit auch der größte Knackpunkt, den ich habe für das Spiel. Und mein größter Negativpunkt. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe oder nicht. Beziehungsweise man hört zwar, wenn man getroffen hat, also man sieht zwar ja, einen Timer oder ähnliches. Das wird jetzt interessant. 2, 3. Okay. Nochmal. Jetzt haben wir gerade das... Oh, okay. Treffer. 2 kriege ich auch so hin, glaube ich, noch. Bitte helfen mit der Pen. Oh, danke, wunderbar. Danke, danke, wunderbar. So, das, die ist down. Die ist hundertprozentig down. Die hätte nicht mehr viel gemacht. So, also was gibt es denn so für Waffen bei Fistful of Frags? Es ist ja ein Western-Spiel, das heißt, es gibt Sachen wie Revolver, also Doppelrevolver, Einzelrevolver. Es gibt kleine, es gibt abgesägte Schrotflinten, etwas größere Schrotflinten. Es gibt Hackebeile zum Werfen und zum Schlagen. Es gibt... es gibt einen Bogen und ehrlich gesagt, ich liebe den Bogen. Ich meine, ihr wisst ja, ich liebe hier in dem Spiel auch den Bogen. Aber der Bogen in Fistful of Frags ist
What the hell? Wirklich, what the hell, sage ich nur zu Bogen. Ich kann mit dem Ding, so gerne ich es auch spiele, es ist so, kann ich damit fast nichts anfangen. Es liegt irgendwie an der Flugkurve der Pfeile. Sie fühlt sich so unnatürlich an, aber so richtig. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie man muss mit der rechten Maustaste ziehen. Und das war's mit dir, Kollege. Und wieso wollen alle mit mir handeln, Leute? Jesus Christ! So, gucken wir uns mal den Handel eben an. Wir machen ihn wieder auf. Kollege gerade, ich habe das glaube ich nicht mehr gezeigt gehabt, der Kollege gerade wollte meinen Rettungsranger haben. Einen, ob ich einen übrig hatte. Ich habe gesagt, nach dem Let's Play. Oh, Sulfur Respawn Time. Sie sind ganz normal eingestellt. Hört auf zu meckern mit Sachen, die nicht da sind. Das habe ich ganz häufig. Viele Leute sagen, es laggt, aber es liegt tatsächlich momentan an den sehr schlechten Valve-Servern. Ich habe nämlich momentan abends, vor allem abends, habe ich Ausfälle von Sekunden, die meine Steam-Server-Verbindung komplett unterbrechen und ich auch oben dann die Meldung habe, so hier, Steam hat gerade keine Verbindung. Das habe ich täglich seit gut einer Woche momentan. Und mich regt es einfach ein bisschen auf, wenn Leute dann sagen, ey, das Server ist voll im Lag. Tut mir leid, Leute, es ist nicht so. Es muss an euch liegen. Einige von euch haben ja höhere Ping, zum Beispiel 90er Ping. Ist ja ein bisschen lag-mäßiger, aber okay. Aber pingmäßig wird nichts angezeigt. Und selbst in meiner Serverliste, wo ich sehen kann, mit Connection Peaks und solche Geschichten, wo das Server vielleicht mal einen kurzen Aussetzer hat, dort habe ich auch keine. Der Server meldet mir persönlich, es ist kein Problem da. Ich habe kein Lag-Problem, ich habe gar kein Problem. Ich habe nicht mal ein Performance-Problem. Das meldet mir der Server. Dementsprechend, wenn ihr Connection-Probleme habt, muss es an euch liegen. Und selbst ich kann nichts ändern. Ich kann es nicht, ich kann euch da nicht helfen in dem Sinne. Es muss an euch liegen. Selbst mal, ich gerade wie meine Stimme wieder ein bisschen kratzig wird. Oh, come on. So, das ist vielleicht eine schlechte Position. Eine sehr schlechte, aber du bist mein. Oder auch nicht ganz. Aber naja. Sentry down. Punkt wird nicht eingenommen. Oh, komm schon. Ein Treffer noch. Zwei Treffer noch. Jesus Christ. Danke, Officer Prinz. Du hast mir das Leben gerettet. Oh ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, bitter. Ich trinke aber ganz kurz einen Schluck von meinem Monsterrot. Ihr wisst ja, ich trinke immer Monsterrot. Okay. Mein Hals sagt, aua, ich habe Schmerzen. Bin mir doch noch nicht ganz gesund, aber ich bin heute auch, wie gesagt, immer noch ein bisschen krank, also... So, ein paar Halsgeräusche gemacht, ein paar komische... Wir gucken mal in den Trade rein. Oh, abgebrochen. Ich war wohl ein bisschen zu lange gedauert, gebraucht. Aber wenn ich im Let's Play bin, ist das so eine kleine Schwierigkeit, mit der man leben muss irgendwo. Irgendwie. Irgendwann. Das wird schön. Das wird schön werden. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. Stell mich sie um die Ecke. Ah, come on. Come on. Sing ist ein Treffer von kaputt gehen. Und da ist ein böser Pyro, der mich gerade richtig schön böse anzündet. Shit. Ich glaube, ich pushe ein bisschen zu hart nach vorne. Aber ich bin tatsächlich erst immer 19 Punkten. Wobei, man muss auch einfach sagen, Mini-Sentry ist mies. Aber ich glaube, meine meisten Kids habe ich hier trotzdem mit meiner Shotty gemacht. Wobei mir einfällt, ich sollte meine Shotgun Shotty nennen. Warum nicht? Und arg! Dieser blöde Bug mit den Loadouts, dass sie sich immer wieder entquippen. Es geht mir so hart auf die Eier, Leute. So hart auf die Eier. Ja, ich war vorher noch irgendwo bei, hat ein sorgfältiges Geschenk eingepackt. Uhu. Was hat er wohl wieder verkauft? Hat er eine Sonnenbrille verkauft oder sowas? Komm schon, yes, danke. Bitte lösch mich. So, neue Gegenstände. Oh, okay. Das macht die Sache interessanter. Meine Stimme geht automatisch hoch, das ist so immer so. So, da könnte jetzt alles Mögliche drin sein. Ich zitter leicht. Ich zitter richtig leicht. Ah! Heidewitzka! Heidewitzka! Oh mein Gott! Oh mein Gott, danke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, der Tor zeigt die Waffe ja gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut mir leid, meine richtig eklige Lache gerade, aber...
Ich freue mich immer so hart. Oh mein Gott. Also, ich glaube, mein Dankeschön hört man aus dem Lachen heraus. Dini. Oh mein Gott. So. Ah, come on. What the hell? 7-5, das wäre 3 und down. Okay. Was hat er überhaupt bekommen? Ah, ich tippe das jetzt nicht. Golden Frontier, richtig. Also Dere, danke für das mitten im Let's Play Geschenk. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich geil mich natürlich jetzt gerade richtig an dieser Waffe auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bestimmt hat er dieses schicke Ding wieder ganz billig bekommen. Ich kenne. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich wette, der hat da wieder sowas, so einen richtig guten Deal gelandet, wie ich den Daryl kenne. Ah, geil, ich häng schon wieder fest in dem Dings. So, jetzt machen wir das noch einmal hier. Ich muss den Handel wieder ablehnen, tut mir leid, Kollege, aber, ach, Jesus Christ. Nope, 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 nope. Wir stellen jetzt, oh, jetzt auch noch mein Facebook, Eike, mit dem ich jetzt hier in Dings fahre, in, zum Japan-Tag am Morgen. Oh, danke fürs Löschen. So, wollen wir mal gucken, dass wir die, Sentry jetzt irgendwie dazu bekommen, Kills zu machen. Dass sie vielleicht irgendwo vernünftig hinstellen, aber ich kann sie jetzt hier nicht rausstellen, das ist unmöglich. Weil ich weiß, dass sie einfach instant kaputt geht. Schauen. Ah, ah, vorher gestorben. Aber sie hat ein, ist 10 Assists auch zu den Crit-Kills oder nicht? Da bin ich mir jetzt etwas unsicher. Sie zählen dazu. Oh, oh. Das war ein Crit. Okay, und er hat auch what the hell? 3 HP? Also, nee, nicht 3, aber das war vielleicht ein bisschen wenig Schaden jetzt für so einen random Crit oder nicht random Crit. Ich weiß es nicht. Wieso stehen hier alle? Du solltest Defense bauen. Defense! Ach, mein Hals. So, oh Gott, ich bin hier leicht über der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren, liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Oh nein. Als ob ich das jetzt zulasse. Wir nehmen den Crit jetzt nochmal eben mit. Machen das jetzt einfach mal. Wir stellen die ganze Kont hier hin. Und wir haben jetzt einen guten Schuss, Leute. Wir haben einen guten Schuss. Vielleicht haben wir jetzt sogar zwei gute. Einen guten Schuss. Bevor ich die Let's Play-Aufnahme beende. Wir haben zwei gute Schüsse. Oh, oh, bitter. So, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Komm jetzt. Ah, bitter. Ah. Fühlt sich gut an. Der. So, das noch geholfen. Zumindest auch kurz vor meinem Tod einfach so aufgestellt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.